Hallo liebe KiCad-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video-Tutorial für die Version KiCad 6. Ja, hallo liebe KiCad-Freunde, der Nutzer Marco hat mich angeschrieben und zwar zum Thema Footprint. Ich hatte ja hier so einen PS-Connector erzeugt im Footprint-Editor und er hat jetzt gefragt, wie das denn wäre, wenn man einen etwas komplizierteren Footprint hat, ob ich das nicht mal zeigen könnte. Ja, das mache ich jetzt mal kurz. Ich werde es aber nicht ganz zeigen, denn ich möchte auch, dass ihr was lernt. Aber ich zeige euch hier an der Stelle mal das grobe Vorgehen. Der Marco hat also gefragt, wie ist es denn, wenn wir hier so einen ESP8266-01 zeichnen möchten als Footprint. Gut, also Vorgehen von meiner Seite wäre jetzt als erstes einmal, ihr gebt bei Google oder der Suchmaschine eures Vertrauens, egal, gibt ihr hier ein ESP8266-01 und dahinter mit Leerzeichen Dimensions, also Dimensions, geschrieben. Ich hoffe, man sieht es hier im Video. Und ihr werdet dann natürlich irgendwo ein Ergebnis bekommen. Und dieses Ergebnis filtern wir hier auf Bilder. Wir brauchen ja die Abmessungen und suchen uns jetzt hier mal ein passendes Bild raus, wo wir unsere Abmessungen drauf haben von dem ESP. Ich nehme jetzt mal hier das. So, das lade ich mir jetzt hier mal hierher. Ich zoome hier gleich noch ein bisschen rein und wir sehen also, wir haben jetzt hier unsere Dimensionen. Das heißt also, welche Abmessungen hat jetzt unser Bauelement, und danach müssten wir jetzt den Footprint erzeugen. Ja, dann wäre jetzt der nächste Schritt. Wir haben ja jetzt hier unsere Maße. Ich ziehe mir das jetzt hier mal auf den zweiten Bildschirm, damit ich das hier gleich ablegen kann. Und ich öffne dazu das FreeCAD. Ich habe das hier schon mal aufgemacht. Wir gehen in die Sketcher Workbench. Wir sagen, wir möchten hier eine neue Datei haben. Wir eröffnen hier uns den Sketch, machen hier die XY-Ebene und fangen jetzt einfach mal an zu zeichnen. Und dann können wir ja hier, genauso wie ich das schon gezeigt habe, entsprechend unsere ein Rechteck mal zeichnen. Wir brauchen noch einen Kreis, und diesen Kreis, den möchte ich gerne noch vervielfältigen, also in eine rechteckige Anordnung, eine Geometrie. Wir brauchen hier in dem Fall dann 4 nach rechts und 2 Zeilen dafür. Also sind 8 Pins hat das Ganze. Halt, nicht 8, 2. Das Ganze hat 8 Pins zum Anschließen. Die würde ich jetzt mir so erzeugen. Und jetzt das hier so in diese Richtung mal ablegen. Und wir können jetzt als erstes mal hier diese Elementereihe wieder beschränken. Der Abstand zwischen diesen Pins ist 2,54. Wer hätte das gedacht? Also 2,54 mm. Dann haben wir den Kreisdurchmesser an sich selbst. Ich mache nochmal zurück, dann können wir das erst einmal etwas kleiner machen, dass wir hier nicht diese Kreise überschneiden. Ich gehe hier mal drauf, markiere also diese Kreise. Dann mache ich die mal nur einen Millimeter groß, das reicht. Die sind ja jetzt hier doch durchaus recht groß. Dann machen wir sie alle mal gleich. Und jetzt muss ich hier mal noch den Durchmesser finden von unserem Kreis. Nehmen wir mal hier den hier unten und sagen, wir möchten jetzt hier einen Durchmesser vergeben. Durchmesser vergeben von 1 Millimeter. So, das ist relativ klein. Jetzt gehen wir hier nochmal hier drauf. Also der Abstand 2,54 mm in dieser Weite. Dann haben wir hier unseren Radius, Durchmesser von 1 mm. Wir brauchen jetzt noch den Abstand zwischen diesen beiden Zeilen. Der ist auch 2,54 mm. Wer hätte das gedacht? Damit habe ich das jetzt erstmal soweit beschränkt. Unseren Winkel, den legen wir mal auf 0 Grad fest, soll ja horizontal sein. Und wir sagen jetzt einfach mal, dass
dass diese zwei Punkte, ja, machen wir es anders. Ich schiebe das jetzt hier erstmal hier hoch. Ja. Ich schiebe mir das jetzt hier mal so in etwa hin. Und ich sage jetzt, dass das hier zu diesem Mittelpunkt symmetrisch sein soll. Ich nehme also eine Symmetriebeziehung, nehme jetzt diesen Punkt, nehme, wenn ich hier reinzoome, diesen Punkt und beziehe das auf diesen Mittelpunkt. Dann sollte das jetzt hier symmetrisch drin sitzen. Jetzt brauche ich natürlich noch die Außendimensionen. Wir brauchen erst einmal die obere Vertikalbeschränkung. Ich sage, diese Linie hier, na, und diese Linie hier mögen doch bitte gleich sein. Na, so. Hat er jetzt nicht gemacht. Jetzt habe ich die Oberla. Entschuldigung, jetzt bin ich nochmal hier rein. So, also markieren wir die beiden Linien. Einmal diese Linie, einmal diese Linie. Und da sagen wir, sie sollen gleich sein. Und wir machen das gleiche hier mit diesen beiden Linien. Meine Maus springt hier irgendwie ganz fürchterlich seit neuestem. So, auch die beiden sollen jetzt gleich sein. Und jetzt müssen wir natürlich noch eine Bemaßung vergeben. Das ist also jetzt hier oben in dem Fall 14,4 mm. Wir können jetzt unser Element hier durchaus wieder hier hineinbewegen, ist kein Problem. Ich habe es ja noch nicht komplett beschränkt. Dann machen wir hier noch die Senkrechte fertig. Das ist jetzt 24,7 mm. Wir zoomen hier mal ein bisschen rein. Ziehen uns hier mal das eine oder andere mal ein bisschen raus, dass es etwas übersichtlicher wird. Damit haben wir jetzt erstmal noch ein bisschen die Übersicht gewahrt, dass es auch besser lesbar ist. So, und jetzt muss ich natürlich jetzt noch hier den vertikalen Abstand eingeben. Das heißt, zwischen dem unteren Punkt hier, also zwischen dieser Reihe und dieser Linie, sind 1,5 mm Abstand zum Rand. Das heißt, ich gebe jetzt hier eine vertikale Bemaßung vor von diesem Punkt zu diesem Punkt von 1,5 mm. Wir ziehen das hier wieder etwas heraus. Dann haben wir den Abstand von diesem Punkt zu diesem Außen, zu dieser Außenkante, das sind 3,28 mm, also brauchen wir noch eine horizontale Beschränkung. Das heißt, wir gehen hier drauf und hier auf diesen Seitenpunkt und sagen jetzt hier 3,28. Damit hätten wir jetzt unsere, hoppala, ich ziehe das mal jetzt hier rein. So, damit hätten wir jetzt eigentlich unsere Dimension. Es ist ein vollständig beschränkter Sketch. Den würde ich jetzt eigentlich als DXF exportieren, dann hier in den Footprint importieren und entsprechend danach meine Umrandungen zeichnen, das heißt also meine Pads hinzufügen. Natürlich muss ich zum Pad hinzufügen, so wie ich das auch im Video schon gezeigt habe, hier die richtigen Einstellungen vornehmen und kann dann eben hergehen nach der Pad-Bezeichnung. Ich ziehe das jetzt hier nochmal wieder zurück auf meine Kreise hier, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, meine Pads zu legen mit den entsprechenden Durchmessern. Also der Durchmesser ist hier in dem Fall 1,5 mm. Ist das Pad durch, ist der Pad an sich und die Bohrung sind hier 0,8, wenn ich das jetzt hier so richtig sehe. Dann würde ich also hier 1 mm Durchmesser nehmen als Bohrdurchmesser und hier vielleicht 1,7 ein bisschen zugeben, dass man noch ein bisschen Reserve hat. Ja, und in dem Moment, wie ihr das dann soweit alles fertig habt, könnt ihr dann die Außenumrisse zeichnen. Außenumrisse, auch das hatte ich ja in dem Video bereits gezeigt. Das ist dann hier der Silkscreen, der Courtyard und die FFAP. Wir lassen dann anschließend hier unseren Test durchlaufen und schon habt ihr euren ESP fertig.
im nächsten Video, ich werde das jetzt mal hier für mich auch fertig machen, diesen Footprint. Im nächsten Video zeige ich euch dann mal das fertige Resultat und ihr versucht das mal allein. Wenn es noch Fragen gibt, schreibt es bitte in die Kommentare, dann gehe ich da nochmal vielleicht auf die eine oder andere Sache näher ein. Tschüss und bis demnächst.